Hallo Leute, willkommen beim Pferdeparadies Felsbrunn, einem LS19 Let's Play. Dies ist Teil 18 und wir haben einen schönen neuen Morgen. Und ich schnapp mir mal Feuerwind und reite eine Runde. So, Feuerwind, du bist als erster dran. So, wo wollen wir denn hinreiten? Wir reiten mal dort rüber. Jawohl. Ah, wir können nicht mehr so locker rausspringen. So, aber hier können wir rausspringen, weil wir da jetzt die Schafe haben. So, aber hier. Wunderbar. Jo, hier reiten wir jetzt gleich über das Baumwollfeld. Also, erstmal wollte ich euch erzählen, ich glaube, ich lasse Feuerwind ein bisschen langsamer kantern, damit ich hier gucken kann, was ich euch alles erzählen will. Erstmal, was ich gestern Abend noch gemacht habe, das hat bis in die tiefste Dunkelheit gedauert. Und zwar habe ich noch 10.000 Euro etwa mit Gras verdient, das ich mit dem Ladewagen geerntet hatte. Und ich war dann auch ganz froh über diese Entscheidung mit dem Gras, denn wenn man sich hier jetzt die Preise anguckt, und gucken, wo die sind. Da, ja, es ist immer noch bei 135. Die Silage ist nämlich noch weiter gefallen auf 135. Und das Gras ist jetzt tiefer, aber das war die ganze Zeit auf 105. Also habe ich, was die Arbeitszeitausnutzung angeht, ein ganz gutes Geschäft gemacht, denke ich. Und dann habe ich noch 3.000 Euro mit dem Stroh gemacht von dem Haferfeld. Aber den Hafer habe ich komplett für die Pferde verbraucht. So, das waren also die Einnahmen von gestern. 13.000 für Gras und Strom. Und ansonsten natürlich ordentlich Kosten. Aber immerhin haben wir jetzt wieder 24.000. So. Und ich habe einige Änderungen vor. Und wo wir hier gerade so gemütlich reiten, kann ich euch davon auch erzählen. Und zwar habt ihr euch durchaus positiv zum Thema Pferdehelfer geäußert. Und das freut mich auch sehr, denn dann kann ich mehr Pferde anschaffen. Ich dachte mir, dass ich einfach immer, wenn genügend Geld da ist, kaufe ich ein bis zwei Pferde, bis der Pferdestall voll ist. Und ich versuche dann schon in möglichst jeder Folge mindestens ein Pferd auszureiten, weil es ja ein Pferde-Let's Play ist. Aber die Pferde, die ich über den Tag nicht schaffe auszureiten, die darf dann der Pferdehelfer erledigen. Und ich finde, das ist auch eigentlich sehr realitätsnah. Denn in echt, wenn man so ein Gestüt hat, dann hat man natürlich Leute, die die Pferde reiten und macht das nicht alles alleine. Viele reißen sich ja drum, Pferde auszureiten und bezahlen da sogar Geld für. Und hier bei den Pferdehelfern muss ich pro ausgerittenem Pferd 300 Euro pro Tag bezahlen. Aber unterm Strich wird sich das rechnen. Das Geld muss ich dann aber immer ja, sozusagen noch übrig haben und darf das nicht ausgeben, damit der Pferdehelfer auch bezahlt wird. Okay, wir werden also mehr Pferde kriegen. Und das finde ich cool. Und aber selbst mit dem Pferdehelfer und 8 Pferden dauert das Ewigkeiten, bis ich das erste Mal Geld von den Pferden verdiene. Weil das dauert ja 10 Spieltage. Und aktuell brauche ich 3 bis 4 Folgen für einen Spieltag. Und selbst wenn ich das mal schneller hinkriegen sollte, 1 bis 2 Folgen pro Spieltag, dann dauert es trotzdem Ewigkeiten, bis ich mit so einem Pferd mal Geld verdiene. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich brauche noch eine zusätzliche Geldquelle. Und habe hin und her überlegt. Und dann bin ich zum Schluss gekommen, ich werde wohl einen Kredit aufnehmen. Das mache ich sehr ungern. Ich stehe überhaupt nicht auf Kredite. Aber momentan
sehe ich keine vernünftigere Möglichkeit. Und von diesem Kredit kaufe ich ein weiteres Feld. Und auf diesem Feld will ich dann Feldfrüchte anbauen, die helferfreundlich sind. Also wo ich selber praktisch immer nur den Trecker bzw. die Erntemaschine hinstellen muss und dann sagen kann, Helfer, mach du. Und ich kümmere mich dann zwischendrin um all die anderen Sachen, um die Versorgung der Tiere und um die anderen Felder und so weiter und so fort. Und da habe ich dann natürlich nicht so viel Auswahl. So, eigentlich wollte ich ja Geld verdienen mit den Silageballen. Aber dass die manchmal auf 135 pro 1000 Liter fallen, damit habe ich nicht gerechnet. Als ich das angefangen habe, haben die etwa 300 gebracht. Also das zweieinhalbfache. Und das ist dann schon ein deutlicher Preisunterschied. Nun ja. Und dann dachte ich, zusätzliche Einnahmequelle muss sein, denn ich möchte ja viel machen. Ich möchte Pferde kaufen und ich möchte auch mal einen vernünftigen Hof haben. Ich will auch noch mehr Schafe und so weiter und so fort. Und ich habe zwar auf der Bank recht gut geschlafen, aber gut, irgendwann sollte auch mal ein Farmhaus her. Und für all das braucht man viel Geld. Ja, und die Idee ist jetzt, dass ich so viel Kredit aufnehme, gerade so viel, um mir dieses Feld hier zu kaufen. Leider wächst da gerade Baumwolle drauf und wenn ich die mit einem Mietgerät abernte, werde ich drauf zahlen. Leider muss ich also diese schöne Baumwolle unterzackern, was ich gar nicht gut finde. Aber Verlust machen will ich auch nicht. Und dann dachte ich mir, wenn ich da Reis anbaue, Raps anbaue und vielleicht mal Soja und solche Sachen, dass ich dann immer die Hälfte von dem täglichen Gewinn, wenn das gut 5000 ist, das zahle ich dann am Kredit ab, damit ich meinen Kredit möglichst schnell wieder loswerde. Das wird dann zwar trotzdem Ewigkeiten dauern, aber ist ein besseres Gefühl, wenn man schon mal abzahlt. Jo. Gut, und jetzt müsste Feuerwind auch ausgeritten sein. Hundert Prozent. Jawohl. Okay, also ab in den Stall. Und dann ab an die Arbeit. Zwar zählt auch das Ausreiten als Arbeit, aber das ist ja irgendwie auch Genuss, finde ich. Ich mache das immer gerne. So, gut. Dann steigt mal schön ab. Und jetzt wird Feuerwind gesucht und gestriegelt. Ja. Wo bist du hingelaufen, Feuerwind? Oh, ganz schön dreckig geworden. Müssen wir dich aber echt putzen. So. Oh, Feuerwind, wo läufst du hin? Eieieiei. Ein magisches Pferd. Nun gut. So, jetzt müssen wir hier erstmal ansehen. Da flitze ich mal hin. Denn ich habe es zwar geschafft, das Stroh noch mitzunehmen, aber dann war es war einfach viel zu dunkel. Naja, und es war sowieso zu spät, um für heute noch eine Ernte zu kriegen. Also sehe ich dann für die morgige Ernte an. Und das soll auch wieder Hafer werden, denn die Pferde haben tatsächlich, brauchen die so viel Hafer, dass die ganze Haferernte schon wieder weg ist. Und wenn ich dann erstmal noch mehr Pferde habe, brauchen die ja noch mehr. Ich werde also wahrscheinlich immer dort Hafer ansehen, auf diesem Minifeld. Und Stroh verwende ich dann halt auch für die Pferde. Und wenn ich was über habe, die Reste verkaufe ich dann. Und falls ich mal Hafer übrig habe, werde ich das auch verkaufen. Aber momentan sieht es irgendwie nicht danach aus. So. Okay. Gut.
hoffe, der Helfer kriegt das gebacken. Toll. Wahrscheinlich besser als ich. Mit diesem kleinen Wendekreis hier. Naja, wenn er irgendwie Teile nicht ansieht, kann ich ja da noch nachsehen. So, na prima. So steht man auf einem Feld. Schief und krumm. So. Da wird sich der Helfer auch was denken. Fangen wir mal an. Hafer ist schon gewählt. Okay, also. Machen wir hier einfach mal die erste Teilbahn. So, jetzt darf der Helfer ran. Ich liebe ja diese Sämaschine, die gleichzeitig grubbert oder bei der man auf das Grubbern verzichten kann. Das finde ich schon sehr, sehr praktisch. Gut. Dann lasse ich den das mal machen. Und guck mir in der Zwischenzeit mal das Gras an. Ich renne hier mal darüber. Es ist erntereif? Nee, im Wachstum. Das habe ich mir gedacht. Es ist die Frage, ob das heute noch was wird. Weil da habe ich ja auch bis spät in die Nacht geerntet. Ah, dieses hier ist erntereif. Ja, so ein bisschen könnte ich also hier abzupfen. Okay, flitzen wir mal hier hin. Gucken nach den Schafen. Wie es denen so geht. Ja, sehen ganz zufrieden aus. Gucken wir mal hier ins Menü. Ah, dreckig sind sie. Dann muss ich sie wohl säubern. Okay. Aber es ist noch nicht so schlimm. Und die Schafe, die Pferde brauchen mehr Strom. Dann kann ich dann von bei dem Haufen auf dem Hof was nehmen. Ja, aber ansonsten ist es ganz gut gefüllt. Aber wenn ich jetzt zwei dazu kaufe, dann wird es bestimmt wieder in den gelben Bereich gehen. Okay. Vielleicht gehe ich jetzt erstmal zwei Schafe. Ja doch, genau. Ich kaufe zwei Schafe. Die kaufe ich nämlich einfach so. Weil ich dachte mir auch, die kaufe ich auch so nach und nach. Immer wenn ein bisschen Geld da ist, kaufe ich noch ein, zwei Schafe dazu. Bis es dann genügend Schafe sind, sodass ich da auch mal ein bisschen Geld mit verdiene. Denn mit fünf Schafen lässt sich nichts verdienen, glaube ich. Okay. Gut. Zwei neue Schafe. Mal gucken. Ja, sie haben noch ganz gut zu fressen. Aber da sollte ich dann schon noch Gras machen, beziehungsweise Heu. Und ich sollte ihnen dann später auch noch ein bisschen Wasser nachbringen. Und säubern. Oh, ein bisschen Wolle haben wir. Hurra. Na prima, da müssen dann vier drin sein. Und das nächste kommen. Und dann kann ich dieses Ding schon mal verkaufen. Das wäre schon mal ein Geld. So. Ach, das mache ich lieber so. Schneller geht's. Jetzt hängen wir uns unseren schicken lila Pferdeanhänger dran. So. Nee. Eigentlich wollte ich das anders. So. Jawohl. Ja, so die grundsätzliche Richtung steht. Stimmt schon, nur um 10 Meter verfehlt. Na, wird das was? Ja, Tatsache. Okay. Ja, jetzt sollte ich natürlich am besten Pferde nehmen, die ich bisher noch nicht habe. Mal gucken, ob ich genau weiß, was wir so haben. Nicht so drängeln, meine Liebe. Und auch nicht unbedingt die ganzen Verkehrssachen
umfahren. Dafür sind andere zuständig. So. Ich versuche immer möglichst verkehrstauglich zu fahren. Zumindest im Let's Play. Und nicht hier wie eine Wildgewordene quer über die Felder zu galoppieren. Also galoppieren ja, aber fahren möglichst ordentlich. Aber das fällt manchmal gar nicht so leicht. So. Und ich habe in anderen Let's Plays gesehen, dass man diese Klappe aufmachen kann. Mal gucken. Viehanhänger aufklappen. Okay, gut. Abdeckung öffnen. Schick. Und jetzt kaufen. Keine Schweine. Nein, wir wollen Pferde. Also, wir haben einen Schimmel. Einen Schäkel. Ein Isabel. Ein Fuchs, einen Braun haben wir, glaube ich, noch nicht und einen Rappen auch noch nicht. Ja, nehmen wir einfach nach und nach die nächsten. Einen Braun und einen Rappen. So. Gut. Ist schon wieder ein Großteil des Geldes weg. Da sollte ich dann heute schon noch was verdienen. Okay, und jetzt klappen wir das alles zu. Gucken wir erstmal. Da. Hallo, Pferde. Der ist schon schick, der Pferdeanhänger mit so Futterboxen drin. Damit sie irgendwie was zu tun haben während der Reise. So. So. Heimwärts geht's. So. Ich hoffe, der Helfer kommt zurecht mit dem Ansehen. Ich finde das ja schon schade, dass da Baumwolle drauf ist, die wir unterpflügen müssen. Aber wenn man mit der Ernte Verlust machen würde... Ich habe ja so einen Mietgeräte-Check gemacht und habe festgestellt, man kann natürlich mit gemieteten Baumwollernter Gewinn machen, aber nur, wenn man ein ausreichend großes Feld hat. Und so groß ist das Feld leider nicht. So. So. Dann klappen wir wieder auf. Und jetzt geht's in den Stall. Kismet und Apple. Ja, die Namen gefallen mir eigentlich ganz gut. So, jetzt haben wir schon 6 Pferde. Okay, zuklappen. Gucken, sind sie angekommen? Ah, diesen Pferdemod habe ich übrigens von LS... -modcompany.com bekommen. Und dort ist, glaube ich, auch das Original zu Hause von diesem Mod. Der wurde von einem Kevin, ich glaube Kevin K98 oder so gemacht. Ja, und der ist da sehr aktiv auf dieser Webseite und hat diesen Mod auch programmiert. Und der Mod ist so, dass er immer um 23 Uhr alle Pferde, die noch nicht voll trainiert sind, auf 100% Trainingszustand bringt. Also auf tägliche Trainingsreit-Dingsbums.
Und dafür zahlt man 300 Euro pro Pferd. So, jetzt haben wir neue Pferde, neue Schafe. Super gut. Was wollte ich jetzt noch machen? Oh. Heuschaufeln. Und der Trecker mit dem Frontlader ist gerade beschäftigt. Ich denke mal, ich kaufe für den Valtra auch noch einen Frontlader. Oder vielleicht auch besser nicht, weil ich gerade kein Geld habe. Ich guck mal kurz, was das kostet. Ich meine, irgendwann brauchen die beide so Frontlader. Das braucht man einfach auch auf einem Hof mit Tieren. 8000, nee, geht zurzeit gar nicht. Aber, naja, dann muss ich hier mal umschalten. So, mach du mal kurz Pause, lieber Helfer. Da muss ich noch ganz schön viel selber aussehen. So, sehr schön. Oder auch nicht sehr schön, aber naja, passt so. Jetzt hinten abkoppeln. Ja, da muss ich dann auch sauber machen. Aber erstmal lasse ich den hier. Ja, das muss ich jetzt erstmal checken bei meinem Valtra, ob ich da überhaupt die Voraussetzung für den Frontlader habe. Aussteigen. Gucken. Ja, doch, da sehe ich solche Dinger. Ich glaube, das sind diese Frontlader. Was weiß ich, was. Aber die Dinger, die man braucht, um einen Frontlader dran zu machen. So, jetzt lässt sie den fallen. Ich hoffe, dass der John Deere Frontlader auch für den Valtra geht. Das probiere ich jetzt sofort aus. Sonst muss halt der Valtra sehen. Aber den Valtra würde ich halt auch gerne nehmen, wenn ich gleich noch mähen will. Ne? Das passt nicht. Echt nicht? Passt nicht. Mist. Also. Valtra, du musst jetzt erstmal aussehen. Weil wir müssen jetzt Frontlook. Ladearbeiten machen. Weiß ich ja, was ich als nächstes dringend anschaffen muss. So. Das wird ein knappes Rennen heute mit dem Geld. Und ich möchte eigentlich wirklich nur so viel aufnehmen, wie ich für den Feldkauf brauche. Okay. So, weiter geht's. Na, komm, vorwärts. Ja, schön, ordentlich. So, Helferlein muss dran. Na, Trecker, hast du aber ein Glück gehabt? Bleibt das dein Frontlader? So. Okay, dann holen wir uns jetzt eine Fuhre Stroh. Ja, schon voll. Na, das ging aber flott. Ich wollte das gerade erst in Position bringen. Und da hinten müsste die Strohstelle sein. Ja, das sieht gut aus.
gucken. Ja, alles orange, aber das war zu erwarten, weil es jetzt ja mehr Pferde sind. Dann fahren wir einfach noch so zwei, dreimal und dann können wir hier bei der Gelegenheit auch gleich mal sauber machen. So. So, erstmal so und dann schön runter. So. Okay. Jetzt gucken wir mal, ob das hier klappt mit einfach so auskippen. Jawohl. Glück gehabt. Sehr gut. Das ist doch bequem. Man muss es nur einsammeln und dann an gleicher Stelle wieder auskippen. Ich frage mich, ob ich diesen Haufen irgendwie flach kriegen kann, sodass ich da mit dem Ladewagen drüber fahren kann. So. Naja, 10 mal durchgefahren oder 15 mal und dann ist das Ding auch so weg. Es ist ja nicht so viel. So. Jawohl. Interessante Geräusche machte. So. Okay. Nee, andersrum. Sehr schön. Und wie unser Hund immer tapfer rumspringt. So, sehr schön. Gut, jetzt gucken wir mal. Nee, bei den Pferden. Ha, genug Stroh. Eine Sache ist schon mal im grünen Bereich. Sehr schön. Ja, dann kann der John Deere nachher auch bei dem anderen Feld die Mäharbeit, die Seearbeit übernehmen. Wenn ich mit dem Valtra mähen gehe. So. Okay. Ich denke, für diese Folge reicht es dann schon. Und wenn das kleine Feld fertig angesät ist, werde ich in der nächsten Folge dann den großen Kredit aufnehmen und das neue Feld kaufen. Wir gucken noch mal kurz, wie viel es kostet. Aber ich glaube, es war irgendwas unter 200.000 Land. 180.000. Ja, so hatte ich das auch im Hinterkopf. Dann werde ich auch 180.000 Kredit aufnehmen. Und die 192 Euro, die müssen aus dem aktuellen Budget kommen. Würde ich sagen. Okay. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.